Ziel meiner Ausführung ist es nun, die speziellen Videos in der Linguistik mal zu durchleuchten. Und hier sehen Sie als Untertitel zwischen Office und Studio Setting. Und Sie werden auch sehen, dass das so in etwa die Videotypen sind, die ich behandeln möchte. Die Gliederung, die ich vorgesehen habe, wird zunächst mal die Videos in der Lehre verankern und gucken, wo werden überhaupt Videos benötigt. Und das beeinflusst dann ja auch massiv die Produktion von Videos. Ich werde dann ein paar Parameter einführen, um Videos sauber zu klassifizieren und werde schließlich noch unsere Verwendung aufzeigen anhand von Beispielen, die natürlich hier nur als Screenshot verfügbar sind. Aber so wie ich gehört habe, bekommen ja alle Teilnehmer auch die Linkliste, die ich vorab zur Verfügung gestellt habe. Ich möchte dann auch noch was zu dem Mehrwert und der einzelnen Videos und die Verortung in den gewissen Lehrszenarien etwas sagen. Beginnen wir mal zunächst mal mit der Digitalisierung der Lehre ganz allgemein. Das können wir herunterbrechen auf die Digitalisierung einer einzelnen Lerneinheit. Und wenn Sie sich das hier anschauen, dann sehen Sie hier so in etwa, wie eine digitalisierte Lerneinheit aussieht. Sie haben zentral natürlich den Inhalt. Und der Inhalt besteht aus ganz vielen Facetten. Es ist ein Arsenal von Materialien bei uns, angefangen von kleinen Webseiten über multimediale Szenarien und Lehrvideos. Lehrvideos sind bei uns nur Teil des gesamten Arsenals. Sie sind nicht der zentrale Inhalt selbst. Wir halten uns also sehr massiv immer an den Satz, Learning is not just video, sondern da ist noch mehr dabei. Das Ganze sollte natürlich frei verfügbar sein. Sie sehen hier den Begriff Open Educational Resources. Das ist dann sozusagen das Arsenal, was den Inhalt darstellt. Die Inhaltsvermittlung, die erfolgt natürlich auch digital. Und hier können Sie auch wieder Videos einsetzen, die allerdings ganz anders funktionieren. Ich werde nachher ein Beispiel nennen. Im Bereich Inhaltserschließung, da haben wir natürlich keine Videos, denn das ist so eher der studentische Teil. Aber in den Begleitmaterialien, auch da sehen Sie wieder das Symbol hier unten, was wiederum da steht für Videos. Der einfachste Weg, Videos zu nutzen, ist die Fremdnutzung, die Nutzung von Drittmaterial. Und das tun wir auch. Wir haben zwei Kanäle, die bei uns im Einsatz sind. Der eine, The Virtual Linguistics Campus, ist unser eigener Kanal. Dort sind die ganzen Lehrvideos, die wir einsetzen. Aber wir haben auch eine Kooperation mit einem nordamerikanischen Kanal, Native Lang, die sehr schöne Videos produzieren, die wir qualitätssichern und in unsere Lehre gesichert mit einbauen können, weil wir uns einen verlässlichen Partner besorgt haben, der die Videos auch auf YouTube stehen lässt und nicht etwa löscht, so wie es ihm gerade beliebt. Also wir haben hier eine große Qualitätsgarantie und auch eine Nutzungsgarantie. Soweit zunächst mal zur Position. Wir haben also drei Positionen für unsere Videos. Einmal inhaltliche Videos, dann Videos, die die Inhaltsvermittlung motivieren, begleiten oder in irgendeiner Form dort zu finden sind. Und dann schließlich das große Arsenal an Begleitmaterialien, bei denen auch Videos wieder eine Rolle spielen. Kommen wir zum nächsten Punkt, zur Klassifikation von Videos. Da gibt es ja eine ganze Reihe von Möglichkeiten, Videos zu klassifizieren. Ich habe mal die Interrogativpronomina, die alle mit W beginnen, hier oben in der Überschrift aufgeführt, wo, wie, was, wie, lang und wer, also der Produktionsort, wo wird ein Video hergestellt, die Produktionsart, wie mache ich das Video, dann natürlich den Inhalt, worum geht es, die Länge der Produktion, wie lang ist das Video überhaupt und dann noch die Frage, muss der Produzent des Videos auch im Video sichtbar sein, ja oder nein. Für uns haben sich zwei Parameter aus diesen fünf Parametern als sehr wichtig erwiesen. Das eine ist der Produktionsort, da kann man unterscheiden zwischen dem Classroom-Setting oben links, also dem sozusagen dem live erstellten Video, das wäre das, was Jörn Lowischach ja auch eben erwähnt hat. Wobei da natürlich die klassische Anwendung die Vorlesungsaufzeichnung ist, also die Live Digitized Lecture mit Publikum im Klassenraum, mit allem, was da passiert. Wir haben ja gesehen eben, dass das da auch Dinge herausgenommen werden. Der zweite Produktionsort, das zweite Setting ist das Office Setting, wobei Office nicht unbedingt für das Büro selbst steht, sondern für einen Ort, der weder eine technische besondere Ausstattung hat, noch ein Live-Publikum, also sozusagen in der Mitte. Und hier sehen Sie ein Video, wo mein Kollege McEnery von der Lancaster University den Beginn eines MOOCs erklärt, indem er durch ein Regal zwischen zwei Regalen daher wandelt und eben das Ganze vor einer Kamera verkündet. Im Studio-Setting schließlich, hier ein Bild von der University of Pennsylvania University,
Da haben Sie alle technischen Raffinessen und können dort verschiedene Effekte dann auch machen. Es gibt noch einen zweiten Parameter, den wir mit hinzunehmen, das ist der Spieldauer des Videos. Im Englischen wird das oft Attention Time genannt, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob man auch wirklich das mit Aufmerksamkeit übersetzen sollte. Die Attention Time, die liegt ja bei Videos, das weiß man mittlerweile von MOOCs, bei nur sehr wenigen Minuten. Und da gibt es so einen Wert etwa, der variiert je nach Publikation, aber ist selten mehr als 6 Minuten. Also 6 Minuten ist die gemessene Verweildauer von Videonutzern. Wie gesagt, ob sie da auch aufmerksam sind, das sei mal dahingestellt. Für unseren Kanal kann ich sagen, die Gesamtdurchschnittslänge aller Videos sind 450 Videos, die wir haben. Die beträgt 9 Minuten 20 Sekunden und die durchschnittliche Video-Anschaudauer, die liegt bei 3 Minuten und 55 Sekunden, also ca. 40%. Aber wir haben halt auch Videos, die sind länger als diese 3 bis 4 Minuten. Das sind dann die Macro-Lectures, oder auch Electronic Lectures. Sie sehen hier erstmal nur 2 Bilder, ich komme da später noch drauf zurück. Also Videos, die eine Länge von 5 bis 6 Minuten nicht überschreiten, Entschuldigung, das sind die Macro-Lectures. Und dann haben wir die Micro-Lectures, das sind kleine Videos, in der Regel mehr oder weniger nur 2 Minuten lang. Diese beiden Parameter setzen wir ein für die Klassifikation unserer Videos. Und wenn man sich mal anschaut, wir machen ja erst seit 2012 Videos, dann haben wir in der Regel mit dem einfachen Office-Setting begonnen. Und hier sehen Sie unsere damaligen Parameter. Einfaches Office-Setting, wir haben E-Lectures mit Sprecherbild über einen Laptop erzeugt, Webcam. Sie sehen auf der rechten Seite meine damalige Kollegin Nathalie Kiesler bei einer Class-Description, die sie erklärt hat, PowerPoint-Präsentation mit Webcam-Bild. Auf der linken Seite sehen Sie ein Tablet. Auf diesem Tablet haben wir auch Dinge gezeichnet. Und das waren dann die sogenannten Micro-Lectures. Wir haben uns von dem Satz leiten lassen, do you need the video perfect or do you need it by Tuesday? Also dieser Einfachheitssatz, der sagen sollte, lasst uns erstmal ein Video machen, Hauptsache wir haben eins, wenn wir es brauchen. Die Ansprüche steigen allerdings. Wenn man nun wie wir auch 3 Jahre dabei ist, dann hat man irgendwann den Wunsch, die Videos auch ein bisschen besser hinzubekommen und mehr Technik einzusetzen. Man möchte Übergangseffekte haben, man möchte vielleicht Videos im Video haben. Und so haben wir heute ein Setting, das so aussieht. Wir haben heute, und das sind alles Aufnahmen, die hat der Hessische Rundfunk bei uns gemacht. Insofern habe ich auch unten rechts das Copyright angegeben und auch den Verweis auf das Video. Heute, das sind Bilder aus meinem Büro, in dem ich gerade sitze, Büros, wo eine Kamera, Beleuchtung, Teleprompter und all diese Dinge drin sind, sodass wir mittlerweile sagen können, wir sind in ein fast studioähnliches Setting gekommen und machen aber nach wie vor E-Lectures mit Sprecherbild, Micro-Lectures mit oder ohne Sprecherbild und das beides im Office, aber auch vermehrt immer mehr im Studio-Setting. Ja, zum Schluss Beispiele für all diese Videos und Einsatzszenarien. Fangen wir mal an mit den E-Lectures im Studio-Setting. Die sehen so aus, diese Links, die haben Sie, Sie können die sich anschauen. Die Standard-E-Lecture, die läuft bei uns etwa zwischen um die 15 Minuten Länge, hat 15 Minuten Länge, zurzeit eher weniger. Es handelt sich dabei inhaltlich um ein geschlossenes Modul, das in verschiedenen Kursen verwendet werden kann. Wir machen das mit einem vollständigen Skript. Das Skript enthält Texte, aber auch nur Stichpunkte zum Teil, wird dann auf dem Teleprompter gezeigt und ist mit einer vorab geplanten Präsentation gekoppelt. Die Präsentation, die läuft in der Regel über PowerPoint oder über Active Inspire. Das ist die Software, die wir über das interaktive Whiteboard, das wir auch haben, zum Einsatz bringen. Der Aufwand, der ist natürlich größer. Der sieht zurzeit 4 bis 12 Stunden ist 4 bis 12 Stunden für eine solche E-Lecture, wobei wir sagen müssen, wir haben die gesamten Grafiken zur Verfügung, die sind über die Jahre angelegt worden im Virtual Linguistics Campus, wir haben das komplette Copyright und wir haben auch viele Texte schon da, das heißt, bei uns kann dieser Aufwand relativ gering gehalten werden, aber 12 Stunden ist ja nun auch nicht ohne. Und der Einsatz solcher E-Lectures ist, Sie erinnern sich an das, was ich vorhin gezeigt habe, das ist der zentrale Inhalt. Der zentrale Inhalt einer Lerneinheit. Und der Mehrwert,
Ja, das ist die Kompaktheit. Und die Kompaktheit, die kann man ja vergleichen mit dem, was man früher gemacht hat. Wenn ich früher das Thema Metrical Patterns in Shakespearean Text erklärt habe, dann habe ich dazu ungefähr 40 bis 45 Minuten gebraucht. In einer E-Lecture, die lediglich 10 Minuten dauert und in der ich übrigens in dieser E-Lecture auch eine Kollegin mit dabei habe, können wir das Thema sehr kompakt halten und können uns sehr viel Präsenzzeit dadurch nicht sparen, sondern für andere Dinge freischaufeln. Der zweite Einsatz, den wir durchführen, ist das Vortragsvideo. Das heißt, der Vortrag wird in Echtzeit gehalten und nachträglich lasse ich dann die PowerPoint-Präsentation nochmal durchlaufen und dann werden Sie eine Präsentation sehen, so wie hier unten links sichtbar. Der Mehrwert ist die Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit, Bereitstellung. Naja, Sie können das auch vorher machen, das habe ich in diesem Fall diesmal nicht gemacht und dann formativ mit Abfragesystemen begleiten. Sie können es aber auch nachträglich machen, so wie ich das jetzt mache. Aufwand, die Echtzeit, also die Zeit, die ich jetzt rede, mal, naja, 2 bis 3. Also ich werde danach mich noch eine halbe Stunde zurückziehen und dann das Video eteaching.org zur Verfügung stellen. Kommen wir zu den Micro-Lectures im Studio-Setting. Auch die können manchmal sehr komplex werden. Sie sehen oben links ein Trainingsvideo. Wir erzeugen gerade zurzeit kontrastive Aussprachevideos für die syrischen Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen. Da liegt vieles im Argen in der Deutsch als Fremdsprache-Ausbildung. So haben wir uns aufgeschwungen und nun mit sehr sauberen phonetischen Prinzipien diese Aussprache zu trainieren. Sie sehen links eine Sprecherin, die spricht Arabisch in dem Video. Untertitelt wird das Ganze auf Deutsch. Und dazu kommen dann Videos hinein, die eingeblendet werden und die genaue Ausspracheproblematik begleitet von Animationen ebenfalls mit zeigen. Der Mehrwert ist wiederum die Kompaktheit. Solche Videos sind selten länger als 1 Minute 30 bis 2 Minuten. Der Aufwand aber wiederum ist relativ groß. Die Playlist können Sie einsehen. Zurzeit sind es 8 Videos. Pro Woche erzeugen wir 2 weitere Videos. Ein anderes Video, das im Bereich der Inhaltsvermittlung eingesetzt werden kann, das machen wir zurzeit in unseren Massive Open Online Courses, weil wir keinerlei Tutorial-Aufwand mehr haben wollten, haben wir gesagt, all das, was wir früher in E-Mails oder ähnlichen Dingen den Teilnehmern bereitgestellt haben, machen wir jetzt per Video. Wir erklären, worum es in den einzelnen Lerneinheiten geht, machen dann entsprechende Einblendungen und können so die Lerneinheit beschreiben, Hinweise zum Lernen geben. Der Mehrwert hier ist die äußerst große Klarheit und eben die Wegnahme des Tutoring in einem MOOC, die wir ja schlicht nicht leisten können. Ja, und dann schließlich noch die Micro-Lectures im Office-Setting. Und hier sehen Sie Micro-Lectures, die nun allesamt kein Sprecherbild mehr enthalten. Das ist auch hier ja eher kontraproduktiv, weil der Sprecher, weil die Präsentationen in allen drei Bereichen eine große Dynamik haben. Und diese Dynamik, die würde durch ein Sprecherbild nur gestört. Diese Micro-Lectures, die wir allesamt an einem Laptop erzeugen, die sind PowerPoint-Präsentationen oder handgeschriebene Videos, wie das in der Mitte, sind Erklärungen. Zum Teil sind sie in dem zentralen Inhalt von Lerneinheiten mit drin und werden von dort verzweigt. Zum Beispiel Glossareinträge. Ich sage immer, jedes Fach hat ein Glossar. Und so kann jedes Fach Glossarvideos erstellen. Das sind bei uns kleine Präsentationen, 2 Minuten, die gesamten Begriffe, hier den Begriff Abbreviations in Present Day English, kurz und knackig erklären und somit wiederum wertvolle Präsenzzeit nehmen. Ganz unten sehen Sie ein Animationsvideo, ein Comic. Und da ist unser Partnerkanal sehr stark. Die erzeugen nämlich diese Comics, die wir nun nicht erzeugen können. Ich könnte es überhaupt nicht und mein Team. Aber die können das und so überlassen wir denen das auch und die machen hervorragende Videos, die wir in unsere Lerneinheiten einbauen. Kompaktheit, Dynamik und Motivation sind hier wieder die ganz großen Vorteile. Der Aufwand solcher Videos, ich habe mir sagen lassen, Native Lang, die brauchen bis zu 20 Stunden für ein 2-minütiges Comic-Video und das ist eher der untere Wert. Also das ist ein enormer Aufwand, der da betrieben wird. Sprecher unsichtbar hatte ich genannt. Abschließend noch, lassen Sie mich noch ein Wort sagen zu unserer Ausstattung. Jörn Lowischach wurde ja auch schon gefragt. Die Micro-Lectures im Office-Setting, die sehen Sie auf der linken Seite. Wir verwenden ein Yoga-Tablet. Hier sehen Sie den Stift. Ich halte ihn mal in meine Kamera auch, damit man ihn nachher sieht. Das ist der Stift vom Yoga-Tablet. Mit dem schreibt sich hervorragend. Mit dem haben wir dieses Video, was wir eben hier in der Mitte gesehen haben, erzeugt.
Und ansonsten Tablet, PC oder auch ein normaler Laptop mit Webcam. Damit können Sie hervorragende Micro-Lectures durchführen. Wichtig ist das externe Mikrofon, das Samson USB, das verwenden wir, damit man das Tastaturgeklapper nicht hört. Und auf der rechten Seite dann die Ausstattung, die Sie jetzt hinter mir nicht sehen. Das ist die Studioausstattung, die nun Teleprompter und Ähnliches enthält. Wir haben einen Teleprompter erworben, der ist gar nicht so teuer, kostet alles in allem 500 Euro. Das Problem nur ist, Sie brauchen andere Stative und andere Kameras, denn die ganze Geschichte ist relativ schwer und da kommen Sie mit einem normalen Stativ nicht mehr hin. Insgesamt liegen Sie dabei etwa 10.000 Euro, eher noch mehr, wenn Sie diese ganze Ausstattung selbst anschaffen wollen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zusammenfassend kann ich eigentlich nur Folgendes sagen, auch wenn wir alle Lehrende sind und die Videoproduktion ja eigentlich gar nicht unsere Hauptaufgabe ist, genauso wenig wie auch Multimedia-Entwicklung gar nicht unsere Aufgabe ist, dennoch halte ich mich immer an einen Satz, den auch ein Bekannter von mir, der war Chef des Rechenzentrums hier an der Universität Marburg, immer gesagt hat, die Fachwissenschaftler müssen die Inhalte selbst erstellen. Wir haben das früher auch gemacht, wir haben Folien gemacht, wir haben Skripte geschrieben und das gilt auch für Lehrvideos. Wir können nicht die von anderen machen lassen, es sei denn, es gibt schon welche. Mein Tipp ist, und da sage ich, fangen Sie einfach an, einfach ist linguistisch natürlich mehrdeutig, fangen Sie sofort an und tun Sie es auf einfache Art und Weise. Die simple Option, also so wie wir das 12.13 gemacht haben, do you need it perfect or by Tuesday? Und dann machen Sie Ihre Videos öffentlich verfügbar und holen Sie sich möglicherweise und hoffentlich das Lob, das Sie sonst in Ihrer Lehre überhaupt nicht bekommen. In diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion.